Das ist Parker, ein 12-jähriger Welschkopfwallach, der bei einer deutschen Familie in Norwegen lebt. Parker läuft seit einem Sturz nicht mehr wirklich rund. Die Ärztin hat festgestellt, dass er auf jeden Fall Schmerzen hat, die wohl aus dem Lendenbereich und dem Becken kommen. Aber helfen konnte sie leider nicht. Jemand, der eine osteopathische oder physiotherapeutische Ausbildung hat, ist in der Nähe von Parkers Standort auch nicht zu finden. Anna longiert Parker jetzt, um mir dieses Video dann für das Online-Coaching zur Verfügung zu stellen. Und solches Buckeln wie gerade eben gesehen und dann zunächst Anspringen im Kreuzgalopp sind für mich schon ein sehr deutliches Zeichen, dass das Pferd Rückenschmerzen hat, die es über dieses Buckeln versucht, selbst wieder loszuwerden. Das wird von vielen Pferdebesitzern leider oft fehlinterpretiert. Nach dem zweiten Buckler galoppierte also sehr lange, jetzt konsequent im Kreuzgalopp, fast immer ein Zeichen, dass ein Beckenschiefstand, Blockierungen im Bereich hintere Lendenwirbelsäule, Übergang zum Kreuzbein vorliegen. So, trotzdem läuft er jetzt im Trab deutlich runder als ganz am Anfang. Zusätzlich zu den Videos hat Anna mir auch Fotos von ihrem Parker geschickt. Dabei haben wir uns zunächst auf die Problemzonen konzentriert, die die Tierärztin ja herausgefunden hatte. Hier sieht man die deutliche Aufwölbung der Lendenmuskulatur, links mehr als rechts. Und auf diesem Foto zeichnen die Faszien im Prinzip genau eine Landkarte, wo die Blockierungen sitzen. Wenn wir das jetzt größer machen, ist also etwa bis Mitte Sattellage alles in Ordnung. Dann steht das Fell auf der linken Seite der Wirbelsäule anders als auf der rechten. Man kann am Haarverlauf ganz genau erkennen, wo mehr Spannung ist. Das wird nochmal deutlich bei den Detailaufnahmen. Auch hier deutlich zu sehen. Bis hierhin noch alles in Ordnung. Und in der Aufnahme von hinten, den hinteren Bereich, man sieht also, dass das Kreuzbein nicht gerade sitzt, dass also der Übergangsbereich letzter Lendenwirbel zum Kreuzbein blockiert ist und die gesamte Lendenwirbelsäule bis zu dem vorletzten Brustwirbel blockiert ist. Das müssen wir jetzt versuchen zu lösen. Ich hatte Anna gezielt Anleitungsvideos für die verschiedenen Behandlungstechniken, die wir jetzt bei Parker brauchen, vorab geschickt. Und als erstes versucht sie jetzt, seinen Brustkorb zu schwingen. Dazu nimmt sie den zwischen die Hände, eine Hand oben an der Wirbelsäule, die andere etwa deckungsgleich unten am Bauch. Und ihr seht hier, dass sich eigentlich da gar nicht viel schwingen lässt, dass alles sehr fest ist, als wenn sie ja, ein Fass versuchen würde zu schwingen. Eigentlich müsste sich die Wirbelsäule schon in ihren Kompartimenten, in den einzelnen Bereichen viel lockerer gegeneinander bewegen lassen.
So, dasselbe macht Anna dann natürlich auch von der anderen Körperseite. Hier geht es schon ein wenig besser. Und man sieht, dass der Rumpf sich ein wenig hin und her bewegt. Annas Technik ist nicht ganz optimal für die, die es genau wissen wollen. Eigentlich müsste die Hand oben an der Wirbelsäule, die ganze Wirbelsäule so weich umfassen und auch dauerhaft da liegen bleiben. Sie greift so ein bisschen mit so krallenartigen Fingern neben die Wirbelsäule. Das führt eher dazu, dass Pferde, die blockiert sind, das nochmal fester halten. Aber auf die Dauer hat sie damit auch Erfolg erzielt. Dieses Schwingen auf der linken und rechten Körperseite ging insgesamt etwa 20 Minuten. Wir haben das jetzt hier im Film etwas abgekürzt. Dass Parker wiederholt immer wieder aus der Behandlungsposition weggeht und auch versucht, Anna wegzudrängen, ist ein deutliches Zeichen, dass er Schmerzen hier in dem Bereich der Wirbelsäule hat. Die Pferde wissen natürlich nicht, dass die Behandlung ihnen letztendlich helfen wird und versuchen, einen zunehmenden Schmerz zunächst zu vermeiden, indem sie ausweichen. Und Anna macht das total super, dass sie immer wieder mitgeht. Auch das Anheben des Hinterbeins, leichtes Schlagen unter den Bauch, ist ein deutliches Zeichen, dass hier durch die Behandlung kleine pieksende Schmerzen in den blockierten Bereichen ausgelöst werden. Schlau von Parker jetzt, den Kopf und Hals ganz tief zu nehmen, Spannung auf die Oberlinie zu bringen und damit die Behandlung besser zulassen zu können. Als nächstes nimmt Anna zwei Filzstifte zur Hand als Ersatz für nicht vorhandene Behandlungsstäbchen. Auch hier hatte ich ihr vorher erklärt, wie sie damit umgeht, und sie verstärkt jetzt quasi punktuell den Druckreiz, sowohl seitlich neben der Wirbelsäule als auch dann unter dem Bauch, um gezielt hier immer wieder den Bauch zwischen den einzelnen Behandlungsschritten auch anspannen zu lassen und damit die Wirbelsäule nach oben gezielt aufwölben zu können. Neben der Wirbelsäule verlaufen neben dem langen Rückenmuskel auch die kleinen Muskeln zwischen den einzelnen Dornfortsätzen der Brustwirbel, und auch diese kann sie hier mit leicht kratzend eingesetztem Stift gezielt ansprechen. Man sieht also, dass das Schwingen dadurch viel, viel besser wird. Als nächstes benutzt Anna ihren Unterarm als Ersatz für eine nicht vorhandene Faszienrolle und streicht vom hinteren Rand des Schulterblattes mit festem Druck die seitliche Muskulatur bis oben in den Lendenbereich und kurz vor den Hüfthöcker feste aus. Jetzt nimmt sie die andere Hand hinzu, um den Druck nochmal verstärken zu können. Und die Idee dabei ist, die Muskulatur, die letztendlich auch mit dafür sorgt, dass Parker seinen Rücken festhält, aufzudehnen, zu entspannen. Diese Arbeit nennt sich Detonisieren, also die Spannung herausnehmen. Und je langsamer und mit je mehr Druck man das Ganze ausführt, desto besser das Ergebnis. Auch das macht Anna wieder von beiden Seiten. Hier ist die Grifftechnik noch nicht ganz richtig. Und da ich ja parallel am Telefon über Video WhatsApp bin, kann ich das also sofort korrigieren. Anna verbessert das jetzt, indem sie mit der Hand um ihren Unterarm greift und mit ihrem ganzen Körpergewicht jetzt den Druck verstärken kann. Hier erkläre ich Anna den nächsten Schritt. Es geht jetzt um das Aufdehnen des schrägen Rückenmuskels. Der verläuft von der Lende nach vorne entlang über den Rippen bis unters Schulterblatt. Und sie stützt jetzt am Hüfthöcker mit der rechten Hand, geht in Schrittstellung, die andere Hand am Widerrist, damit sie jetzt quasi die Hüfte des Pferdes von sich wegschiebt
und damit die seitliche Rumpfmuskulatur und den schrägen Rückenmuskel aufdehnen kann. So, das macht sie super gut. Man sieht, wie der Parker auch versucht, da mitzugehen. Jetzt nimmt er den Kopf und den Hals nochmal zur anderen Seite, wodurch er die Dehnung auf der linken Körperseite verstärkt. Man sieht noch die Spannung im Schweif. Und schließlich erfolgt jetzt hier die Reaktion von Parker. Er nimmt das Bein zunächst aus der Last und stellt es dann zurück, um die Dehnung zuerst möglich zu machen und dann nochmal von seiner Seite aus zu unterstützen. Jetzt nimmt Anna wieder die beiden Stifte zur Hand. Ich hatte ihr zwischendurch Fotos geschickt, wo ich eingezeichnet hatte, wie das Ganze zu handhaben ist und was wir wollen. So hatte ich das markiert an den entsprechenden Bereichen der Wirbelsäule mit verschiedenfarbigen Strichen und Punkten für die Dornfortsätze. Annas anfängliche Unsicherheit kann ich dann über direktes Kommentieren am Telefon beseitigen und sie macht jetzt die folgende Behandlung wirklich super, super gut. Mit Hilfe der Filzstifte punktuellen Druck, um die einzelnen Dornfortsätze gezielt zu bewegen. Das funktioniert über das Ansprechen der dazugehörigen Muskulatur, also quasi die Muskeln etwas ärgern, damit die dann am Knochen ziehen, um es ganz plakativ auszudrücken. Das macht sie also wirklich super und Parker ist dabei auch die ganze Zeit sehr entspannt stehen geblieben. Wir kürzen jetzt die gesamte Zeitdauer hier im Video wieder etwas ab. Zwischendurch hat sie dann mit dem Stäbchen unten am Bauch immer wieder ganz gezielt den Rücken aufgewölbt. Das ist wichtig, weil bei angespanntem Rücken, durchgedrücktem Rücken keine Behebung der Blockaden möglich ist. Dazu muss das Pferd immer in die Aufwölbung gehen. So, dann nimmt Anna den Brustkorb wieder in ihre Hände und testet, inwieweit sich jetzt das Schwingen verbessert hat. Wie gut das Pferd schwingt, ist also gleichzeitig Anamnese, wo man also herausfinden kann, wie stark ist es blockiert und Behandlung zugleich. In der Osteopathie gilt ja, wiederholtes Testen ist gleich Behandeln und auch das nutzen wir hier und wir sehen also, dass sich das Pferd insgesamt deutlich besser schwingen lässt. Jetzt erkläre ich Anna eine neue Technik mit Hilfe der Stäbchen. Das lasse ich sie zuerst einmal ohne den Behandlungsreiz auszuführen durchführen, sodass sie also zunächst die richtige Linienführung für die Stäbchen übt. Das sollte oben etwa eine Handbreit von der Wirbelsäule des Pferdes entfernt, seitlich an der Kruppe in einem Bogen bis kurz unter den Sitzbeinhöcker verlaufen. Das muss sie jetzt mit meiner Ansage am Telefon mehrfach üben, bis sie die richtige Linie gefunden hat. Das ist wichtig, weil wir über diese Behandlungstechnik einen ziemlich starken Reflex beim Pferd auslösen wollen. Und das muss dann richtig sitzen, weil man ansonsten eben auch wirklich was falsch machen kann. Jetzt geht Anna in die richtige Position für die Behandlung, weil sie auf beiden Seiten der Wirbelsäule gleichzeitig arbeiten muss mit den Stiften. Setzt das an, etwa eine Handbreit neben der Wirbelsäule und eine Handbreit vom lumbosakralen Übergang entfernt und zieht jetzt in einem weiten Bogen nach unten zu den Sitzbeinhöckern, erstmal wieder als Test, ohne den Reflex auszulösen, damit wir sicher sind, dass sie auch die richtige Linie hat. So, und an der Stelle muss sie dann nachher feste kratzen. Dadurch bewegen wir die Lendenwirbelsäule gegen das Kreuzbein, sodass das Kreuzbein sich dabei absenkt und das Pferd die Lendenwirbelsäule extrem aufwölben muss. Und dadurch das Lumbosakralgelenk überstreckt wird, also sich oben öffnet sozusagen.
Und danach kratzt Anna hier unterhalb der Sitzbeinhöcker auf beiden Seiten abwechselnd. Und man sieht, dass das Pferd so ein bisschen seine Kruppe immer hin und her wiegt. Das heißt, sie kombiniert jetzt das Öffnen des Lumbosakralgelenks mit einer seitlichen Bewegung. Und darüber hoffen wir, die Blockierung im Übergangsbereich letzter Lendenwirbel, Kreuzbein frei zu bekommen. Man sieht, dass Parker das sehr willig mitmacht und zunehmend stärker mit seinem Po hin und her schwingt. Jetzt setzt Anna die Stifte ein bisschen weiter seitlich ein. Darüber kann das seitliche Hin- und Herschwingen verbessert werden, was man hier in den Videoaufnahmen auch ganz deutlich erkennen kann. Und auch das toleriert Parker sehr schön. Man sieht, wie alles bis vorne in den Schulter- und Halsbereich zunehmend besser beweglich wird. Zwischendurch lässt Anna immer wieder den Brustkorb aufwölben, über Kratzen mit dem Stift unten unterm Bauch. So, jetzt erfolgt die weitere Behandlung in der Bewegung. Das Pferd soll auf einer kleinen Volte mit der Hinterhand stark nach außen übertreten, das heißt also die Hinterhand stark kreuzen lassen. Darüber ist auch eine sehr große Bewegung im Kreuzbein, respektive im gesamten Becken natürlich notwendig. Und man sieht hier an dem sofort steif abgestellten Schweif, dass das Parker noch sehr schwer fällt, auch dass er also jegliches Vorwärts in dieser Übung jetzt verweigert. Und deswegen leite ich jetzt an, dass Anna zunächst eine etwas größere Volte führt und dann in der Bewegung mit Hilfe ihrer Hand als Zeiger, und sie hat, glaube ich, noch den Stift in der Hand, die Hinterhand mehr und mehr nach außen schickt. Das ginge jetzt mit Hilfe einer Gerte natürlich etwas leichter. Die hatten wir da aber nicht zur Hand, weil Anna sich ja auf eine reine Behandlung eingestellt hatte. Also sie führt mit leichter Innenstellung und schickt immer mal wieder für 3, 4, maximal 5 Tritte die Hinterhand nach außen. Das hat eine ganze Zeit lang hier wieder gedauert und das Ganze wurde dann auch auf beiden Händen ausgeführt. So, hier sieht man den Effekt sehr schön. Hier kreuzt jetzt Parker im Fluss der Bewegung und man kann von hinten sehen, wie stark sich das Becken dabei bewegen muss. So, für den nächsten Behandlungsschritt braucht Anna eine Aufstiegshilfe, damit sie erhöht stehen kann. Stellt sich jetzt so, dass sie beide Hände auf der Kruppe auflegen kann. Das heißt, ihre linke Hand liegt links der Wirbelsäule, die rechte Hand liegt rechts der Wirbelsäule und sie soll jetzt das Kreuzbein unter ihren Händen hin und her schaukeln. Technik ist nicht ganz optimal, aber ist natürlich auch schwierig für jemanden, der sowas noch nie gemacht hat. Eigentlich soll sie ihr ganzes Körpergewicht nutzen, um Druck jeweils abwechselnd links und rechts auf die Kruppe auszuüben. Sie arbeitet ein bisschen mit der Kraft aus den Armen. Das ist nicht ganz so effektiv und auch für den Behandler anstrengender, aber wie wir nachher sehen werden, hat auch das zum Ziel geführt. So, die zweite Grifftechnik ist dann nicht neben der Wirbelsäule, sondern genau am Ende des Kreuzbeins, kurz vorm Schweif und am Anfang des Kreuzbeins, da wo die Kruppe anfängt. Und sie schaukelt jetzt hinten vorne sozusagen, um damit die Beweglichkeit in die andere Achse zu verbessern. Jetzt arbeitet sie nochmal nach meinem Strichmuster, gezielt mit den Stiften an einem noch blockierten Wirbel und versucht dann mir den Bereich der Wirbelsäule in Nahaufnahme zu zeigen. Das geht aber wegen der Übertragungsquote aus Norwegen nicht ganz so gut. Deswegen haben wir das dann nochmal gezielt über ein Foto gemacht. Das heißt also Videocall gestoppt. Sie hat das Foto gemacht, mir per WhatsApp geschickt. Und danach haben wir dann den Videocall fortgesetzt. Dann habe ich ja nochmal ganz gezielt eine Faszientechnik erklärt, mit deren Hilfe sie jetzt das Gewebe in dem behandelten Bereich
unter ihren Händen verschiebt, um die Gewebsflüssigkeit, die sich durch die Behandlung beidseits der Wirbelsäule angesammelt hat, ableiten zu können, den Lymphfluss zu verbessern. Das war anfangs hier dieses Schieben und jetzt über eine Klopftechnik entlang Ende Sattellage bis nachher zum Beginn des Kreuzbeins. Auch das ging wieder deutlich länger als hier im Video aufgezeichnet. Nachdem Parker dann erstmal ausgiebig gepinkelt hatte, haben wir dann noch eine Bewegungsanalyse gemacht und ihn schön locker auf einem großen Zirkel traben lassen. So, und hier kann man also sehr deutlich erkennen, dass der Trab deutlich gleichmäßiger ist und das ganze Pferd wieder schwingt, der Schweif schön pendelt, die Tritte gleichmäßig sind und er sich noch ein bisschen schüttelt dabei und das Ganze offensichtlich von Erfolg gekrönt war. Annas E-Mail am nächsten Tag hat das Ganze dann nochmal bestätigt. Die Behandlung war also erfolgreich. Wenn du mit meiner Hilfe auch deinem Pferd selbst helfen willst, schreib mir eine Mail oder guck auf meiner Website, wie das Ganze funktioniert.